Willkommen zu diesem Spieltest von Reactor. Ja, es geht darum, Energie zu generieren und zu verkaufen. Das verschieben wir mal kurz dahin. So, hallo, ich zeige dir, wie man einen Energiekonzern leitet. Ein etwas älterer Herr, reich geworden wahrscheinlich durch Energieverkaufen. Lass uns dein erstes Windrad bauen. Dahin. Ja, oh. Ich wollte da gar nicht hindrücken. Ich mach's mal erstmal an den Rand. So. Super, dein Windrad produziert nun Energie. Jetzt kannst du deine Energie verkaufen und dadurch Geld verdienen. Ich weiß nicht genau, ob ich das weiterführen würde, weil für euch ist es ein bisschen problematisch. Ist halt hochkant. Man kann es nicht im Querbildschirm, ihr wisst schon, was ich meine, spielen. Deshalb ist es ein bisschen problematisch. Super, um aber richtig viel Geld zu verdienen, brauchst du mehr Windräder. Kostenloses Geschenk. Oh. Lass uns sehen, ob wir die Effektivität deiner Windräder verbessern können. Erhöht die Funktionsdauer um 100%. Erhöht die Stromproduktion um 50%. Ah. Ein Erfolg. Muss man das da nehmen? Lustige Geräusche gibt es auf jeden Fall. Okay, dann machen wir mal noch ein bisschen mehr Strom. Dieses Spiel hier wurde mir übrigens auch in den Kommentaren vorgeschlagen. Also ich habe es mir nur kurz angeguckt. Aber ich finde es ganz witzig, vor allem mit dem Oktopus hier und diesem Seeungeheuer oder so. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich es weitermachen sollte oder nicht halt. Es ist ganz interessant, aber ein Let's Play daraus würde ich nicht unbedingt machen. Ja. Ist das Tutorial schon vorbei, oder? Scheinbar schon. Können wir irgendwas anderes bauen? Nein, nur das kleine Windrad. Aha. Kleines Forschungszentrum. Müssen wir noch ein bisschen versammeln? Ja, okay. Noch ein kostenloses Geschenk. Oh, wenn du ein Millionär werden willst, musst du neue Technologien erforschen. Scheinbar ist es noch nicht vorbei. Noch ein Erfolg. Research First Technology. Ups, da habe ich gerade was übersprungen. Und das reicht noch nicht. Okay, dann. So. Noch ein Erfolg. Wow. 10-mal auf Windturbinen draufdrücken. Also man braucht scheinbar hier was zum Erforschen. Das könnte man sich auch kaufen, aber nee. 1K. Also 1000.
höhere Stromproduktion, Funktionsdauer, naja, lasse ich erstmal so. Okay, scheint ziemlich lange jetzt zu dauern. Ich glaube, ich mache mal hier einen kurzen Cut rein, bis wir einiges an Geld haben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Hat vielleicht 5 Minuten gedauert. Hab ein paar weitere Windräder aufgebaut. Wir haben jetzt schon 2000. Und dann bauen wir uns gleich mal 2 kleine Forschungszentren hier oben hin. So. Und? Ja, okay, jetzt steckt das da oben in der Mitte. Seht ihr das? Ja, 16, 18, 20, 22. Wir brauchen mindestens 300, um uns irgendwas zu holen. Oh, ein Geschäft. Und noch ein Erfolg, okay. 100 Mal auf Windturbinen gedrückt. Ja, dann geht das jetzt langsam so weiter, aber ich glaube, daraus mache ich kein Let's Play. Im Grunde ist es nur Klicken. Ist halt auch der Sinn irgendwie von Tycoon-Spielen. Je schneller man klickt, desto mehr Geld bekommt man. Können wir irgendwas verbessern? Ja, können wir. Das da. So. Jetzt halten die schon deutlich länger. Kann man das... Ja, das kann man wegmachen. Für Echtgeld zum Beispiel. Die kann man auch für Echtgeld entfernen. Oh. Jetzt ist gerade mein Energiespeicher voll geworden. Ja. Oh, cool, man kann rauszoomen. Ja, da sieht man schon, das ist schon eine recht große Map. Oha. Spezielle und größte Karte freischalten. Und die kann man nur mit Echtgeld bekommen. Okay. Ja, das zum Beispiel kann man auch mit 100 mit 100 T sich kaufen. Keine Ahnung, was T heißt. Ja. Erneuern wir mal schnell unsere Windturbinen. Windräder werden automatisch erneuert. Heißt das, wir bekommen die ganze Zeit Energie? Das wäre natürlich gut. Und mal gucken. Ja, die werden komplett automatisch erneuert. Wir müssen nur noch auf Verkaufen drücken. Kaufen wir uns mal noch ein Forschungszentrum, damit wir damit schneller vorwärts kommen. Geschäft für 500 von den Forschungsteilen da. Ein neues Angebot. Ja. 100% Produktionssteigerung, 100% Geschäftssteigerung und die Werbung wird entfernt. Ich glaube, ihr seht das nicht, weil ich das wahrscheinlich rausschneiden werde. Am unteren Rand ist gerade Werbung. Und ich sollte dringend mal auf Verkaufen drücken. Ja, also nur unten am Rand wird Werbung angezeigt, aber ich schneide es wahrscheinlich für euch weg. Kaufen wir uns noch ein paar Windräder vielleicht. So. Hier. Da. So. Gleich um, keine Ahnung, wie vielfaches erhöht.
Und noch ein Forschungszentrum aufbauen. Damit wir noch schneller vorwärts kommen. Aber die Insel wird auch langsam immer voller. Bald haben wir auch schon 500 Erfahrungen, dann können wir uns das Geschäft holen. So, gleich ist soweit und 500. Dann gucken wir mal, was das kleine Geschäft so macht. Verkauft automatisch 10 Energie. Okay, machen wir mal hier ein paar hin. So. Und? Ja, recht locker. Hatte mal 19,5, 10, 20. Oh. Kriegt man wieder was zurück? Nein, kriegt man scheinbar nicht. Von Nikola Tesla. Okay. Nein, danke. 7,38K als Geschenk. Das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Batterie. Direkt gekauft. Und noch ein Erfolg. Wow. 5 Technologien erforschen. Batterien. Ich mache mal 3 hier so hin. Muss nicht gut sein. Ja, die erhöhen einfach die Stromkapazität. Okay, dann mache ich mal ein bisschen was Verrücktes. So. Und den Rest knallen wir noch mit Forschungszentren voll, damit wir schneller vorwärts kommen. Schon haben wir 4,6K. Ja, okay. Ich glaube, ich mache kein Let's Play dazu. Ist halt nur Geklicke und ziemlich anstrengend, weil es halt kein Querbild ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo, um nichts auf meinem Kanal zu verlassen. Verpassen, so rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und tschüss.